Bei Blitz und Donner auf dem Bach, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache gerade. Moin, moin. Ich sehe leicht übernächtigt aus. Das bin ich auch. 11 Stunden Autofahrt liegen jetzt hinter mir. Und es hat von zu Hause, von Weinheim bis hier, knapp vorm Ziel, Italien, nur geschüttet, wie aus Eimern. Ihr seht es ja auch gerade und hört es wahrscheinlich auch gerade. Der Scheibenwischer kommt kaum hinterher vom Auto. Es hat nur gepisst. Wahnsinn, ja. Im Wetterbericht habe ich das Wetter gar nicht gesehen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was dann der Fluss machen wird. Der Wasserstand ist ganz, ganz niedrig. In Italien war eigentlich bis heute früh noch sommerliches Wetter gemeldet. Aber der Regen, jetzt die ganze Zeit auch in den Bergen oben, der hat mir beim Fahren zu schaffen gemacht und der wird wahrscheinlich auch den Zuflüssen Italiens zu schaffen machen, etwas Wasser bringen. Wäre ja fürs Angeln eigentlich nicht die schlechteste Option. Alter Vater, ich sehe echt aus. Naja, so sieht man aus, wenn man 10 Stunden Autofahrt bei strömendem Regen mit dem Boot im Schlepptau im Knochen hat. Hat etwas nachgelassen und die Blase drückt. Ich werde jetzt mal eine wohlverdiente Pause machen und mal nach meinem Boot schauen, ob das nicht voller Wasser ist. Ich hoffe, dass der Ablauf, die Bilge hinten, alles schön rausschafft, weil sonst hat sich da wahrscheinlich ein Teich gebildet. Kommt jetzt gleich ein Rasthof. Dann gehen wir mal nach dem Rechten schauen. Das meiste Wasser ist abgelaufen, zum Glück. Ein bisschen was ist im Boot, aber die letzten 150 Kilometer werden wir schaffen und aktuell hat es ja aufgehört zu regnen. Kurz Pipi machen, dann geht's weiter. Mein Boot ist selbstlenzend, wenn dieser Schutzball nicht auf der Lenzung sitzt. Und da habt ihr mal gesehen, eben, wie ich den sauber gemacht habe im Wasserauslauf. Was da für einen Dreck sich gesammelt hat. Also das hat der Regen wirklich gut gemacht. Mein Boot ist definitiv jetzt sauber. Der ganze Dreck ist nach hinten raus und da hat sich einiges gesammelt. Hab auf jeden Fall jetzt nachher ein sauberes Boot, wenn es losgeht mit dem Angeln. Der Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Zur Mittagszeit war das Unwetter verzogen, die Sonne kam heraus und wir begaben uns mit Sack und Pack auf Platzsuche. Hey! Hey!
Die starken Regenfälle in den Bergen hatten den Flusslauf bei uns bisher nicht erreicht. Und ich vermutete die Welse direkt in ihrem Unterstand an schwer zugänglichen Angelplätzen. Und so begaben wir uns auf die Suche nach Unterwasserhindernissen und Angelplätzen, wo sich kein normaler Angler hinsetzen würde. Denn genau dort, wo das Auslegen der Köder schier unmöglich scheint und die Ufer kein gemütliches Kampieren zulassen, befinden sich die größten Welse. Und genauso einen Angelplatz nach unseren Vorstellungen haben wir gefunden und beginnen dort unser Lager aufzuschlagen. Wir haben einen spannenden Angelplatz gefunden, hier mitten im Steilhang. Es gibt hier keine Möglichkeit, ein Zelt aufzubauen. Wir müssen aber wahrscheinlich noch eine Möglichkeit schaffen, weil heute Nacht ist wirklich extremer Regen gemeldet und Unwetter. Aktuell, ihr seht es ja selbst, nach der regnerischen Anfahrt ist das Wetter nochmal richtig aufgegangen in Italien. Also das Wetter spielt verrückt. Aber wir haben im Handy mal geschaut. Es wird wahrscheinlich heute Abend 18, 19 Uhr, müssen wir schauen, dass wir dann mit dem Auslegen fertig sind, nochmal richtig zur Sache gehen. Wir stellen jetzt erstmal alles raus und dann schauen wir, wie wir das Zelt am besten hier aufbauen können. Und dann zeigen wir euch, wie wir hier in dem Naturufer unsere Köder in der ersten Nacht jetzt hier in Italien anbieten wollen. Wir sind gerade dabei, unsere Montagen vorzubereiten. Wir werden jetzt erstmal probieren und ein bisschen mixen hier in dem Totholzareal. Wir werden auf jeden Fall eine Top-Water einsetzen. Die Haarmontage kennt ihr ja von zahlreichen Videos von mir. Obendrauf eins von den neuen Frontzone-Bleien und hier oben drüber ein kleiner Schwimmer. Wie wir das jetzt auslegen, seht ihr gleich und welchen Platz wir wählen. In dem Fall will ich euch gleich mal unsere neuen Frontzone-Bleie vorstellen. Einmal in Schwarz und einmal in Clone Dark. Diese Teile hier zeige ich euch mal heute Abend, wenn es dunkel wird, wie die Dinger leuchten. Also mega cool, genau wie unser Catball, der unter Wasser, also das Vertikalsystem, so eine Leuchtkraft bietet. Allein durch eine Kopflampe oder durch Tageslicht laden sich die Teile auf. Also einmal in auffällig und einmal komplett in unauffällig. Die Wahl der Qual entscheide ich immer, welches von beiden Bleien ich einsetze über meinem Köder. Anhand der Wasserfarbe, anhand der Wasserklarheit und aktuell haben wir immer noch komplett klares Wasser. Die Regenfälle auf der Herfahrt können eine Wassereintrübung bewirken, aber aktuell sind wir immer noch sehr klar und sehr niedrig hier am Fluss. Und deswegen werde ich mich für die schwarzen entscheiden. Bei klarem Wasser fische ich die am liebsten, relativ unauffällig. Und wenn das Wasser dann eintrübt, dunkler wird, grüner wird, mit Schwebstoffen belastet ist, je nach Gewässer, wo ihr unterwegs seid, gehe ich sehr gerne auf diese Clone the Dark, auf die leuchtenden Blei. So, wir bereiten jetzt unsere Montagen soweit vor, dann fahren wir raus. Ich habe unsere neue Limited Edition Deckette dabei in 3 Meter. Eine geile Allround-Route, für die Multirolle als auch für die Stationärrolle geeignet. Mega starke, geile, robuste Ringe, macht richtig was her. Schlichtes, schwarzes Design, ein geiler Stock. Und jetzt geht's direkt aufs Boot und dann fahren wir mal rein in die aus dem Wasser herausragenden Baumkronen und bieten unseren ersten Köder oberflächennah an. Wir haben hier jetzt einen ganz, unserer Meinung nach, interessanten Angelplatz gefunden.
hier im Hintergrund überall Bäume, die in den Flusslauf reinragen. Zwischen diesen Bäumen, also unten liegt ein Baum, hier hinter mir seht ihr, und da oben ist ein Baum. Zwischen diesen Bäumen sind größere Bereiche. Größeres relativ, sind schon relativ kleine Bereiche, die holzfrei sind. Da haben wir eine Wassertiefe jetzt aktuell von 3 Metern. Und da wollen wir die erste Topwater reinsetzen. Wir lassen es noch ein bisschen hier drüber treiben, beobachten dabei ein bisschen das Echolot und überlegen, wie wir nach unten das am besten abbinden können. Also, dass der Fisch schön frei hängt und lockt. Um den Schnurwinkel von meinem Angelplatz hin zum Präsentationsplatz meiner Montage perfekt erreichen zu können, befestige ich die Auslegeschnur ganz außen an den Ästen des Baums und fahre dann unter ablaufender Auslegeschnur genau auf diesen Platz, wo später mein Köderfisch präsentiert werden soll. Genau in der aufsteigenden Kante im holzfreien Bereich kappe ich meine Auslegeschnur und montiere eine leichte Reflexpose als Ausleger. Unser Abstand zum unteren Baum ist jetzt gewählt. Ich nutze hier ganz leichte Ausleger, damit auf die Entfernung die Teile auch schön aus dem Wasser rauskommen. Weniger ist da immer mehr. Schön mit Reflektorband, dass wir sie nachts auch finden können. Unten dran ein ganz normaler herkömmlicher Wirbel. Da könnt ihr auch diese Quick-Release-Adapter benutzen, wo ihr die Schnur einklinken könnt. Aber jetzt aktuell hatten wir nur im Schlauchboot so einen normalen Aalwirbel dabei. Und da reicht der. Reißleine 40er, einfach. Alles gleich vorbereiten, mit dem Ausleger verbunden. Ganz kleines Stück, damit ihr keinen Federmechanismus bekommt und nur Dehnung drin habt. Das stecke ich mir in meinen Schwimmer zur späteren Tiefeneinstellung. Ein altes Knicklicht, die passen hier perfekt rein. Und beködere direkt meine Montage. Hier in Italien dürfen wir mit lebenden Köderfischen angeln. Die Reißleine des Auslegers wird jetzt hier mit meiner Hauptschnur verbunden. Ich lege jetzt mir die Rute erstmal auf die andere Seite rüber. Ich fahre jetzt langsam wieder an den Platz ran, wo ich den Köder präsentieren will. Ich bringe das alles mal ins Wasser. Ich stelle jetzt meine Angeltiefe ein. Ich will den Köder im Mittelwasser präsentieren. Ich muss jetzt also den Bereich im Hintergrund, wo ich über der Wasseroberfläche angebunden habe, dazu rechnen. Halte das dann mal so hin, dass es später perfekt hängt. Schlag übers Knicklicht, beste Verbindung. Bringe jetzt die komplette Montage auf Spannung. Ich fahre jetzt Richtung unseres Angelplatzes und lenke dabei nochmal die Schnur hier über den zweiten Baum um, um weniger Druck auf der Montage zu haben. Unsere zweite Montage ist auch schon einsatzbereit.
zwei rote Mikroposen hintereinander geschaltet, relativ kurz hintereinander geschaltet, weil wir hier in einem Naturufer angeln und auch von unten wahrscheinlich ein bisschen Wurzeln und Holz haben, damit sie ein bisschen mehr Auftrieb hat, aber trotzdem unauffällig präsentiert ist. Die Reißleine, das könnt ihr hier am Stein schön erkennen, wähle ich relativ kurz, damit der Fisch sofort nach dem Biss auf den Haken trifft und ein guter Haken-Hakeffekt entsteht. Ganz kurze Verbindung, nicht so lang. 40er doppelt hier, eine 40er Mono doppelt. Punktgenau wird jetzt meine Steinmontage zwischen den versunkenen Bäumen abgelegt. Und die Hauptschnur wieder über die Äste der Bäume umgelenkt. Die Ruten sind scharf. Wir machen uns jetzt gerade noch was Leckeres zu essen. Man kann das am besten, glaube ich, betiteln mit der Ruhe vor dem Sturm. Im Wetterbericht stand 18 Uhr geht es wieder los. Jetzt hat es sich nochmal auf 20 Uhr verschoben. Wir haben oben jetzt noch eine Hauruck-Aktion gemacht und das große Zelt aufgebaut, falls es heute Nacht wirklich noch anfangen sollte zu regnen. Jetzt gibt es erstmal lecker Bratkartoffeln, ein gutes Rinderfilet. Der Weber-Grill, der heizt gerade auf. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich in der ersten Nacht Glück haben und was das Wasser die nächsten Tage macht und was auf uns zukommt. Ah, eine Glocke hört man schon im Hintergrund. Die Köder sind aktiv. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie enorme Leuchtkraft diese Glow-in-the-Dark Frontzone-Bleier haben. Ich schalte jetzt mal hier vors Licht von meiner Kamera, dass die ein bisschen aktiviert werden. Und jetzt mache ich das Licht mal aus. Achtung! Ich hole mal aus der Verpackung jetzt eins raus. So, ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wenn das Wasser trübe wird oder ihr in Gewässern unterwegs seid, wo das Wasser oder die Wasserfarbe relativ dunkel ist oder Plankton belastet, habt ihr mit diesen Teilen auf jeden Fall eine schöne, grelle Lockwirkung vor eurem Köder. Kommt auf jeden Fall noch zum Einsatz jetzt, denn ich denke, wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, wenn wir schauen, noch richtig braunes Wasser hier bekommen. Und bei der Hochwasserfischerei sind diese Teile sehr fischfördernd. Heute Nacht bei dem klaren Wasser haben wir noch die Schwarzen draußen. Mal gucken, ob die Top-Water-Köder mit dem leichten Blei direkt vom Köderfisch oder aber die U-Posen irgendeine Aktion uns bringen. Und am meisten hoffen wir, dass dieses Wetter, was gemeldet ist, nicht heute Nacht noch über uns hereinbricht. Hagelkörner schossen auf uns herab und Blitze wüteten über dem Flusslauf. Und genau in diesem Moment ging die Rute krumm.
bei Blitz und Donner auf dem Bach, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache gerade. Aber der erste Dreckwetterfisch ist am Band. 8 Stunden Angelzeit. Und jawohl, sauber. Richtig geil. Ja. Bei 29,5, knapp an der 2,30 Marke vorbeigeschrammt. Aber scheißegal für die Aktion gestern Nacht im Donnerblitz. Grollen da draußen. Definitiv nicht ungefährlich, aber was will man machen, wenn es in dem Moment beißt.